Hey Leute, was geht? Hier ist Timmy, Freunde. Und in diesem Video machen wir was richtig Cooles, weil wir haben das Auto wieder, das wurde repariert. Und, oh nein, immer werden wir angerufen, ja? Hä? Timmy, das ist ein anderer Wissenschaftler. Fillmore, Cornelius Fillmore, mein Name, hallo. Cornelius? Oh nein, ey, ich hab doch den Cornelius das Handwerk gelegt im letzten Video. Ey, das kann... Was wollen Sie denn von mir? Ich sehe hier gerade, Sie haben sich eingetragen, freiwillige Experimente mitzumachen. Wir haben eine neue Eröffnung hier oben im Norden. Okay, na gut, dann komme ich mal zu Ihnen. Experimente bin ich immer für offen. Let's go. So, bis gleich, danke. Bis gleich, tschüss. Freunde, der hat mir jetzt die Koordinaten geschickt. Das ist ja um die Ecke hier. Das ist ja gar nicht im Norden. Hä, was hat er denn für eine Apotheke? Ich habe hier noch nie eine Apotheke gesehen. Aber das muss auf jeden Fall irgendein Wissenschaftler sein. Und der will irgendein Experiment machen. Da bin ich mal gespannt, was heute alles passiert. Schauen wir mal, was hier los ist. Hallo? Hallo? Herr? Ja, Sie haben mich gerufen. Ja, genau. Ja, na klar. Hä, was soll ich denn? Hier sind ja ganz viele Medikamente. Und hey, hier sind ja Kaugummis. Kann ich einen nehmen? Na klar, Kaugummis. Okay, und was wollen Sie jetzt von mir? Ich meine, ich bin jetzt extra hierher gekommen. Aber Sie sehen wirklich sehr ernst aus. Also es scheint was Ernstes zu sein, was Sie haben wollen. Klar, haben Sie noch nie in der Zeitung gelesen? Professor Fillmore? Nein, sind Sie bekannt? Ja, natürlich. Und was machen Sie jetzt? Na, erzählen Sie mal, was haben Sie denn da in Ihrem Clipboard? Was ist denn das? Ja, du warst ja schon mal mit bei dem Experiment mit dem einen Stift, richtig? Weißt du das noch? Ja, das kenne ich noch, ja. Das war ziemlich lustig, hat Spaß gemacht. Genau, den haben wir nun verbessert. Oha, wie? Es gibt noch so einen Stift? Ich dachte, die sind alle weg. Mit einer Pille zusammen in Kombination und dann schluckst du das und malst und alles wird echt direkt, egal was. Boah, das wird alles lebendig. Also wenn ich ein Auto zeichne, wird das wieder so lebendig und ich kann damit rumfahren. Hey, dann das ist wird voll es cool. Direkt da sein. Aber diesmal egal, wie groß die Sachen sind. Boah, also ich kann richtig übertreiben. Ja, okay, und wo ist der Haken daran? Also ist das hier... Ja, geht kein Haken, natürlich. Kein Haken. Nie Haken. Okay, gut. So, ich hol Sie mal die Pille, ja? Hat er ja gesagt, gut. Ja, Freunde, meinte, das ist eine gute Idee. Der holt das jetzt aus dem Schrank da raus. Ich würde mal sagen, wir machen heute wieder alles, was ich zeichne, wird real in GTA. Let's go! Oh, vielen Dank. Ich werde die jetzt mal nehmen. So, Freunde, ich würde mal sagen, das Erste, was wir zeichnen, ist ein kleiner Blumenstrauß. Das wird bestimmt lustig. Ich meine, wir fangen mal klein an, mal gucken, ob der wirklich so gut ist, der Stift. So, Freunde, da sind wir auch wieder mit unserem Stift und wir haben jetzt auch ein Blatt Papier. Jetzt werde ich erstmal hier wieder zeichnen. So, wir machen auf jeden Fall einen Blumenstrauß. Die Frage ist nur, wie wir diese Blumen zeichnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh Mann, ich will ein paar Rosen zeichnen. Meint ihr, das sieht aus wie ein Blumenstrauß? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Blumenstrauß, aber ich versuche mal, das ein bisschen so ähnlich zu machen. So, upsi, jetzt ist hier alles grün, ach nein. Wow, guck mal, Freunde, wir haben einfach einen riesen Blumenstrauß. Ey, der sieht sogar richtig schön aus. Okay, den werden wir auf jeden Fall Touren zweimal schenken. Was wollen Sie denn? Ja, hallo? Wollen Sie den Blumenstrauß haben? Wie haben Sie das gemacht? Hä, wie meinen Sie das? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe den die ganze Zeit schon bekommen, den Blumenstrauß. Den hatte ich die ganze Zeit schon. Sie haben auch gerade gezeichnet. War der in Ihrer Hand? Ja, ich weiß nicht, was Sie meinen. Also ich werde jetzt weitergehen. Tschüss. Hallo, können Sie mir Geld zeichnen? Bitte, hallo. Geld zeichnen? Also ich habe jetzt noch einen Termin. Ja, schönen Tag bitte. Noch. Tschüss. Bitte. Oh nein, Freunde, was ist, wenn möchte das... Geld? Nein, tschüss. Upsi. Ey, das darf nicht bekannt werden. Sonst verfolgen uns die ganzen Menschen. Und dann wird das auch in die Nachrichten kommen. Oder so. Das ist gar nicht gut. Nein, Freunde, wir müssen da wirklich aufpassen. Wenn das bekannt wird, dann, ihr wisst, das endet nie gut. Am Ende kommt wieder das Militär oder so. Aber ich würde erstmal sagen, wir kaufen uns ein neues Auto. Ich meine, wir können uns einfach Geld zeichnen. Dann können wir eh alles kaufen. Hallo, der Herr. Was ist denn los, hä? Wieso liegt das bei dem Chef erklären? Was ist passiert? Wieso liegt das bei dem Chef erklären? Wieso sind hier denn keine Autos? Was ist denn hier los? Alle Autos wurden geklaut hier. Wie? Wirklich? Oh, nein. Ey, Freunde, den sein ganz das Autohaus ist leer, der wurde beklaut. Wer war das denn? Wissen Sie doch, wie der aussah? Oh nein, der tut mir voll leid. Maskierte Männer waren alle mal hier in der Auto raus drin. Freunde, wir können den Stift auf das Gute einsetzen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem Mann einfach ein Auto zeichnen und ein bisschen Gold, dass er wieder starten kann? Oh Mann, der tut mir echt leid. Guck mal, der sitzt da jetzt einfach. Ey, Freunde, nein, wir setzen uns fürs Gute ein. Und deswegen würde ich mal sagen, zeichnen wir Goldautos und ein bisschen Gold. Yippie! Okay, als allererstes müssen wir ein paar Goldbarren zeichnen. Ich würde mal sagen,
gucken, dass wir so einen Stapel voll Gold machen. Oh, das sieht auf jeden Fall schon lustig aus. Aber wir werden das natürlich gleich noch hier alles färben, dass der Stift auch checkt, dass es natürlich auch wirklich Gold ist. Denn ihr wisst ja Bescheid, Freunde. Alles, was wir zeichnen, wird auch wirklich passieren. Und deswegen machen wir noch ein Auto hin. So, der kriegt natürlich auch ein Formel-1-Auto. Ja! Ey, Freunde, ich zeichne immer dasselbe Auto. Das ist langsam echt kein Spaß mehr mit mir, ne? Aber ich bin echt ein guter Künstler, muss man sagen. Deswegen würde ich sagen, zack, das sollte auf jeden Fall reichen. Natürlich machen wir das Ganze noch Gold. Wir wollen ja Goldautos und Goldbarren. So, zack, zack, zack. Und das Auto wird natürlich auch noch Gold. Zack. Das sieht schon relativ gut aus. Ich würde mal sagen, wir speichern das Ganze. Let's go. Wow, guck mal, was es hier ist. Ey, der Stift ist echt toll. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Schubkarren voller Gold. Und wir haben noch... Oh, wir haben ein richtig cooles goldenes Auto. Also, ich glaube, der Mann wird sich richtig freuen darüber. Sir, hallo. Nein, nein, nein. Hey, alles gut. Geh mal mit mir mit. Ich habe eine Überraschung für dich. Mach aber die Augen zu, ja? Gleich immer an, ja? Oh, ja. Der denkt wirklich, dass alles weg ist, aber der wird sich jetzt richtig freuen. So, das ist ja ein Luxusautohaus, habe ich gehört, richtig? Könnt jetzt die Augen wieder aufmachen. Das ist nämlich alles ihr. Das schenke ich dir. Ja, kein Problem. Habe ich gern gemacht. Ja, kann ich mit Ihnen reden? Also ich habe so einen Stift und alles, was ich zeichne, das wird real. Vielen Dank, meine Freunde. Alles gut, Problem. Danke. Ey, der freut sich ja richtig. Stift? Ja, genau, das ist ein Stift. Mit dem du zeichnen kannst? Ja, das ist korrekt. Aber das bleibt besser unter Sie, ja? Also ich gehe jetzt auch wieder. Hä, wieso hat er jetzt seine Kamera draußen? Leute, guck mal, dieser junge Mann mit dem Finger Harry, der kann alles zeichnen, was ihr haben wollt. Das stimmt gar nicht, Leute. Dieser Autor hat er geholt, du. Nein, wenn das rauskommt. Richtig krass. Ich gehe jetzt, ja. Wie heißt du? Also mein Name ist Timmy, aber oh nein. Timmy, Freunde, mit dem pinken Haare kann alles zaubern, was ihr haben wollt, mit dem pinken Auto unterwegs. Ey, wir müssen abhauen, Freunde. Wir machen immer Gutes. Ja, bitteschön. Oh, hoffentlich wird das niemand merken. Ey, wenn das jemand rausfindet, kriegen wir richtig Probleme, Mann. Ich glaube, die Regierung sieht das gar nicht gern, wenn wir alles zeichnen, das wird real. Nein, nein, nein. Ey, nein, hoffentlich kommt das nicht ins Internet. Ey, hä? Freunde, oha, habt ihr das gerade gesehen? Wow, warte mal, ich muss mal hier rechts fahren. Nein, ey, bitte nicht, als ob das jemand gesehen hat und der Typ... Warte, ich fahre mal wieder rechts. Oh nein, okay, ich werde jetzt mein Auto tanken. Bitte nicht, das darf doch nicht wahr sein, ey. So, ich werde jetzt hier aussteigen. Oh, jetzt parkt er auch noch hinter mir. Freunde, was meint ihr, wer das ist? Soll ich den ansprechen oder lieber nicht? Ich werde mal so tun, als wenn ich mein Auto tanke. La, 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 la. So, mal gucken. Wieso hat der eine Kamera? Ich gehe zu dem hin, es reicht mir jetzt. Ihr seid hier, Timmy. Timmy, der eine Typ mit dem ganzen Geld und alles. Hören Sie auf, mich zu filmen, das ist nicht cool. Können Sie mir bitte helfen? Bitte. Nein, ich will nicht. Meine Familie ist arm, du kannst Geld zaubern, bitte. Oh, sollen wir dem... Okay, komm, ey, der tut mir irgendwie richtig leid, Mann. Ja, okay, komm, wir haben schon die Fähigkeit, dass alles real wird. Dann zeichnen wir auch ein bisschen Geld. Okay, komm, Freunde, wir helfen dem. Oh, Freunde, der tut mir richtig leid. Okay, ich werde dem auf jeden Fall ein bisschen was zeichnen, oder? Was meint ihr? So. Wir machen mal hier das so, das wird ein Geldschein, zack, und das sieht auf jeden Fall nach Dollars aus. Ja, das wird ihn bestimmt freuen, wenn wir da ein bisschen Geld hinmachen, und dann geht der bestimmt auch wieder. Ihr wisst ja, eine gute Tat, dann hat man das auch richtig gemacht am Tag. So, das sollte reichen, wir speichern das. Oh hey, es hat funktioniert, da ist ja schon. Ich danke dir. Tu das wirklich richtig gut für deine Familie verwenden, ja, und mach keinen Unsinn damit. Oha, er nimmt das schon richtig auf. Hey, das ist ja cool. Aber danke du behältst das für dich, ja? Na klar. Und lösch das Video, ey. Ich habe keine Lust, dass ich bekannt werde wegen dem Zeichnen. Och, Mann, ey. Hoffentlich, das wird schon... Okay, ich vertraue dem mal. Der wird schon das Richtige machen, Freunde. Der wird das bestimmt jetzt einfach löschen und wir können jetzt unseren Tag genießen und zeichnen weiter Dinge. Wir machen Los Santos unsicher. Ey, wir können ja auch so ein Riesenmonster zeichnen. Aber dass das Riesenmonster natürlich gut ist und nicht böse. Also wir werden natürlich das gut zeichnen und dann ist es unser Haustier. Ja, das wäre richtig cool. Hey, Freunde, der Tag ist doch richtig schön, aber schreibt mir die Kommentare, was ihr natürlich auch haben wollt in GTA, also ob ihr Geld haben wollt oder ob ihr... Das FBI aber bei der Rechtsrad fahren. Nein, wieso denn das FBI? Wir haben doch gar nichts gemacht, hä? Na gut, ich werde mal hier parken, so. Hä, das ist ja ein Undercover-Fahrzeug, oha. Sir, hallo, ich hab nichts gemacht. Kommen Sie mal da oben oder da drauf? Ja, hallo, ich hab nichts gemacht. An die Wand! Okay, ey, der ist richtig aggressiv, warum das denn? Ja, was wollen Sie denn von mir? Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Ich hab nichts gemacht. Warte, wir müssen an die Wand. Ja, hab ich. Und jetzt, was wollen Sie von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. So, ja, wir haben ihn. Ja, ja.
Nein, die denken, dass ich das bin. Die denken, ich bin böse, aber ich bin gar nicht böse. Ey, Freunde, ich werde Timmy! Ja, hallo, ja. Kannst du dich umdrehen? Ja, mein Name ist Agent. Agent. Wood. Agent Wood, okay. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin nur im Auto gefahren. Sie sind abgestempelt hier in dem Staat. Nein. Als jemand, der die Demokratie durcheinander bringen möchte. Ich will gar nichts machen. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Ich habe einen Stift und damit alles, was ich zeichne, real. Soll ich Ihnen das zeigen? Alles, was Sie zeichnen? Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich vielleicht den Leuten ein bisschen Geld gegeben und so. Aber nur, weil ich Gutes tun will. Ich will niemandem was Böses tun, Mann. Bitte. Sie haben vorhin jemand an der Tankstelle Geld gegeben, der sich Waffen gekauft hat und andere Leute abgeschossen hat. Nein, der hat gemeint, dass es für seine Familie ist. Okay, ich werde Ihnen beweisen, dass ich nur Gutes zeichnen kann. Warten Sie. Ich habe eine Idee. Ich werde mir so einen T-Rex einfach zeichnen. Und der ist ja normalerweise böse, aber dieser ist natürlich gut. Okay, wir werden erstmal hier den Körper machen. So. Und das ist dann hier der Kopf. So. Oh Mann, ey. Das ist echt ein schlechter T-Rex. Oder was meint ihr? Der sieht irgendwie nicht so gut aus. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Aber ich mache dem hier so einen Schnauze hin und der sieht auf jeden Fall nett aus. Vielleicht machen wir den noch so Augenbrauen. Oha. Hey, der sieht eigentlich voll lieb aus. So, jetzt muss ich ihn nur noch grün machen. Zack. Ey, der sieht ja voll lieb aus. Okay, den T-Rex tun wir auf jeden Fall speichern. Und dann sollte er gleich kommen. Abfahrt. Wow, guck mal, Freunde. Da ist ein Riesen-T-Rex. Ey, aber ich glaube, der ist echt lieb, oder? Was meint ihr? Wir hatten ja schon mal so ein Haustier. Da war der eigentlich echt lieb. Ich bin mal gespannt, was der Officer jetzt sagt. Und was sagen sie? Groß, oder? Der macht ja ehrlich nichts. Das ist ja netter. Ja, das ist natürlich ein netter. Ich habe doch gesagt, dass ich die Dinge nur fürs Gute einsetze und nicht fürs Böse. Niemals. Also kann ich jetzt weiterfahren? Also ich mache auch keinen Unsinn, wirklich. Ich werde den Stift doch wieder abgeben. Vielleicht beim Militär oder so. Ja, mit der Bedingung, dass sie den Stift abgeben beim Präsidenten. Beim Präsidenten. Gut, das mache ich. Ich gebe den Stift beim Präsidenten dann später ab. Tschüss. Ey, Freunde, wir können auch ein bisschen Spaß haben und Sachen zeichnen. Ich bin mal gespannt, wem wir alles noch helfen können. Ja, und ich meine, der Dino, ja, der macht ja eh nichts. Der bleibt einfach da. Oh, let's go, weg hier. Ich würde mal sagen, dass wir erstmal zum Strand gehen, Freunde. Da ist es eigentlich immer schön. Da passiert auch nie was. Und, ach nein, wieso immer ich? Was? Wer sind Sie denn? Timmy. Sind Sie von Tuan oder so? Na, ich bin eine andere. Wie geht das denn, meine Frau? Mir geht's gut. Was wollen Sie denn von mir? Wieso rufen Sie mich an und woher haben Sie meine Nummer überhaupt? Ich habe für dich ein Angebot. Vielleicht sehen wir uns unten an der Flughafen, wenn du möchtest. Flughafen? Okay, ja gut, ich komme mal zu Ihnen hin. Angebot klingt immer gut. Okay, bis gleich. Natürlich. Tschüss. wo hat er denn meine Nummer, Freunde? Und was ist das denn für ein Typ? Irgendein Chinese? Oh, das endet doch nie gut. Okay, ich werde da hingehen und mal schauen, was er für uns ein Angebot hat. Freunde, der meint, dass ich hier zum Flughafen sein soll, aber hier ist ja gar niemand weit und breit. Oh, da landet... Oha, da landet ein Helikopter. Aber, hier ist... Oh, da ist jemand. Warte mal. Hallo, hey, das ist Timmy. Hier bin ich schon. Ich bin so schnell wie möglich gekommen. Wie geht es da? Ja, genau. Auch meinerseits, hallo. Was wollen Sie denn von mir? Und woher haben Sie meine Nummer? Das will ich mal wissen. Pass auf, das spielt gar keine Rolle, ja. Ich hab das in den Fernsehen gesehen. Fernsehen? Was? Nein, der hat das wirklich hochgeladen, Freunde. Natürlich. Aber bei dir sogar den chinesischen Fernsehen. Wir sind international, Freunde. Ja, ja. Schreibt in die Kommentare, woher ihr eigentlich kommt. Aus Deutschland oder einem anderen Land. Ja, und jetzt? Und jetzt? Und zwar habe ich ein Problem. Flugzeug wurde gerade geklaut. Nein, ihr Flugzeug war... Oh nein. Haben Sie einen Privatjet oder wie? Ja. Oh, aber meine Freund hat mir den gerade geklaut. Och, das gibt's doch nicht. Ja, warten Sie. Ich helfe Ihnen natürlich. Ich werde Ihnen ein Flugzeug natürlich zeichnen. Jetzt geben wir Ihnen natürlich auch Geld. Das ist alles legale gut. Arbeit. Alles legale Arbeit. Ja, das glaube ich Ihnen. Okay. Freunde, tut mir echt leid. Und ihr wisst ja auch, ich kann bei solchen Leuten nie Nein sagen. Das geht einfach nicht. Und wenn wir schon die Fähigkeit haben, dann zeichnen wir Ihnen auch ein richtig tolles Flugzeug. Yippie. Ey, der arme Mann tut mir richtig leid. Und das war ein richtig lieber Mann, glaube ich. Das sind ein bisschen breite Tragflächen. Aber ist nicht schlimm. Solange man erkennt, dass es ein Flugzeug ist, ist ja alles gut, würde ich mal sagen. Okay. So, ich denke mal, das sollte reichen. Das ist echt ein Riesenflugzeug. Sollen wir da noch Farbe machen oder nicht mehr? Das ist die Frage. Ich würde mal sagen, dass wir da noch ein bisschen Farbe reinmachen, Freunde. Wir machen das orange. Das wird ein oranges Flugzeug. Jetzt ist alles orange. Ist nicht schlimm. Kein Problem. Und wir speichern das. Let's go. Wow, da sieht der richtig cool aus. Okay, ich wollte den eigentlich orange machen, aber ist nicht schlimm. Jetzt ist er einfach schwarz. Wie der aussieht.
Ja, der sieht richtig cool aus, oder? Habe ich gern für List Sie gemacht. List ist gut, ja, das ist auch eine Überlassung für Sie, das kommt. Was denn? Ich mache mal auf für Sie, ja? Ja, danke, danke. Was will er denn für eine Überraschung? Ich mache jetzt die mal auf hier, so, zack. So, ich habe ihm mal die Tür aufgemacht, ich gehe mal wieder zu meinem Auto, ja? Natürlich, natürlich, magst du Billard, Timmy? Billard, ja klar, will ich Billard, warum? Was meinen Sie? Natürlich, es ist immer so noch bei dir. Danke, Billard, Hahaha, ich bin reich, ich bin weg hier. Nein. Hä? Wieso ist der weggeflogen? Ich habe ihm doch alles gegeben, das kann doch nicht sein. Jetzt ist er einfach... Nein, oh Mann, wenn das wieder rauskommt, bestimmt war das irgendein Verbrecher oder so. Ey, das darf nicht rauskommen, sonst bin ich echt richtig. Oh nein, das endet nie gut. Nein, wieso haben wir Sterne und wieso ist da ein Polizeiofficer? Oh nein, das geht schon wieder los, Freunde. Einmal die Hände in den Kopf. Ja, sie haben nicht. Ja, bitteschön. Oh nein, da kommen immer mehr Polizisten. Nein, oh Mann, was wollen Sie denn von mir? Ich habe nichts gemacht, wirklich. So, Sie sind vorläufig festgenommen. Sie nein. haben gerade der Mafia gerade geholfen, wegzukommen. Nein. Bringen Sie mich schnell zum Präsidenten. Ich kommen kann Sie nicht. Mit. Nein, wir werden. Oh Mann, jetzt. Ja, Leute, ich bringe ihn weg. Ich bringe ihn weg. Danke für die Hilfe, Kollegen. Kollegen haben mein Auto kaputt geschossen. Nein. Okay, Sie können mein Auto nehmen. Kein Problem. Ja, gut. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren zum Präsidenten. Wir fahren zum Präsidenten. Sie meinten, aus dem Abkommen oder nicht? Ja, schon. Aber, oh, ja, gut. Dann. Och nein. Freunde, wir müssen den Stift wieder abgeben. Das. Och Mann, das war so schön. Ey, fahren Sie vorsichtig, mein Auto. Okay, dann fahren wir zum Präsidenten. Oh, mein Auto sieht richtig kaputt aus. Oha, was denn das für eine Limousine? Ist das hier ein Geheimtreffen oder so? Der Präsident ist in der Limousine drin, oder wie? Das ist richtig. Okay, gut, dann gehe ich zu ihm hin. Ich mache dann das. Freunde, sollen wir wirklich zum Präsidenten hingehen? Aber davor zeichne ich mir noch ein super Auto, Freunde. Ich werde mir noch ein richtig tolles Auto schnell zeichnen. Ganz schnell. Okay, für dieses Auto brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Schmackes, würde ich mal sagen. Wir machen nämlich hier so, zack, zack. Und das wird ein richtig cooles Auto, weil das wird nämlich von oben so ein Auto, Freunde. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, das hat hier so einen Riesenspoiler. Boah, das könnte echt ein richtig cooles Auto sein. Ich bin mal gespannt, weil wie das aussehen wird. Aber ich glaube, das wird richtig gut aussehen hier. So, und das Auto, das färben wir natürlich noch und dann sind wir fertig, Freunde. Let's go. So, hier machen wir das Blau. Das wird so ein richtig cooles Auto, Freunde. Und speichern. Wow, guck mal, das ist hier ein richtig cooles Auto. Und ey, das ist echt cool geworden, muss ich sagen. So. Ja. Oh nein, der Präsident. Ja. Die Waffen verkaufen wir dann weiter. Okay. Perfekt. Sir, ich sollte Sie hier treffen, ist das richtig? Ah, Timmy. Ja, genau, ich soll Ihnen einen Stift geben, aber passen Sie auf, okay? Alles, was Sie zeichnen, wird real und ich glaube nicht, dass Sie, passen Sie einfach auf, okay? Ja, aber nicht. Okay, ich gebe Ihnen den Stift, weil Sie sind der Präsident. Hier, bitte schön. Amerika ist in Ihrer Schuld. Okay. Danke. Wow, Freunde, der meinte, Amerika ist in meiner Schuld. Hey, wir haben dem Präsidenten geholfen, wir haben ein super Auto. Oha. Oh nein, vielleicht sollten wir das nicht machen und den Präsidenten angreifen. Das ist gar nicht gut. Nein. Aber egal, Freunde, das war's mit dem Video. Das Auto ist richtig cool und es kann auch Offroad fahren. Wir sehen uns. Tschüss.